plötzlich passiert und das Unternehmen findet sich in einer Krise wieder. Vielleicht ist es ein Jahrhundertereignis, ein sogenannter schwarzer Schwan. Es kann zum Beispiel eine Pandemie sein oder aktuell die Furcht vor einer Strommangellage und von einem Blackout. Dann braucht es ein Krisenmanagement. Aber was ist denn ein gutes Krisenmanagement? Also das Krisenmanagement braucht es immer dann, wenn man mit einer Krise konfrontiert ist. Ein gutes Krisenmanagement erlaubt, von hinter der Lage auf die Lage und vor die Lage zu kommen und so in dem Sinn die Krise können effizient bewältigen. Es gibt Ziel, wenn eine Krise bewältigt ist, und es gibt einen Weg zum Ziel, und das Krisenmanagement soll erlauben, dass man eben über einen effizienten Weg an das Ziel herkommt. Schlechtes Krisenmanagement, meinte ich, ist ein Krisenmanagement, wo nicht als das erkannt wird und wo die gut etablierten Strukturen, Instrumente, Abläufe nicht berücksichtigt, und aus dem heraus passieren dann Fehler, Ineffizienzen, die Leute sind erschöpft, man kann dann halt eben die Ziele nicht erreichen. Braucht dann jedes Unternehmen einen Krisenstab? Nein, ich glaube, das ist nicht realistisch. Ich denke, wesentlich ist, dass man eine Vorstellung davon hat, was eine Krise ist, was eine Krise für das eigene Unternehmen könnte darstellen, und sich dann zu überlegen, welche Mechanismen würden dann zu laufen kommen. Und dann ist im Rahmen des Risikomanagements eine Fragestellung, wie viel Vorhalteleistung, wie viel Vorbereitungsleistung, wie viel Aufwand auch in die Resilienz man möchte stecken. Braucht es für das Ausrüstungen und vor allem Ausbildungen? Ich bin davon überzeugt, ja. Und da gibt es unterschiedliche. Meine wichtigste Ausbildung ist die militärische Ausbildung, die ich genossen habe, insbesondere die Führungsausbildung dort. Weil die Aufgabe, die ich im Rahmen der Pandemie wahrgenommen habe, zum Beispiel als operativer Leiter Contact Tracing Kanton Zürich und dann noch auch in anderen Kantonen, da hat es kein Stellenprofil per se gegeben. Und das waren grosse Herausforderungen gewesen. Und ich habe dann dort gewisse Führungslogiken angewendet, die ich früher noch gelernt habe. Und eine Ausbildung braucht es auch darum, weil mehrere Personen involviert sind. Und die sollten eigentlich vom Gleichen reden. Und ja, es braucht gewisse Ausrüstungen. Ich meine, du brauchst für alles IT. Die IT muss einen gewissen Sicherheitsstandard haben. Du brauchst andere logistische Elemente. Manchmal brauchst du Elemente wie WC-Papier, wo du halt musst schauen, wie organisierst du dich. Die Leute, die typischerweise mit der Krisenbewältigung betraut sind, haben in einer Krise halt sehr wenig Freiraum, um selber noch zu arbeiten, weil sie sehr starke Sitzungen in Absprachrapport halt entsprechend gebunden sind. Und dort muss man sich gut überlegen, welche Ressourcen braucht man konkret und wo holt man die rein. Muss man Krisenmanagement üben? Ich denke, das ist wie bei allem anderen auch, wo man kann üben kann. Wenn man es übt, ist man einfach besser. Man soll auch ruhig ein bisschen Stress provozieren, weil die Leute, das ist ein Teamwork, und die Leute sollen sich kennen, auch ein bisschen unter Belastung, dass man die Stärken und Schwächen vom anderen kennt und das nicht erst in Realtime dann erfährt, wenn man vielleicht schlechter kann reagieren auf das. JDMT hat eine Toolbox rund ums Krisenmanagement entwickelt. Was bietet diese Toolbox? Bei unseren Kunden hat es, ob jetzt staatliche oder private Firmen, hat es sehr viele Spezialisten für das Krisenmanagement. Was aber nach meinem Dafürhalten bei vielen, wenn nicht fast bei allen, das Manko ist, dass sie die Ressourcen nicht haben, um dann wirklich auch das Krisenmanagement operativ zu betreiben. Oder dort halt Unterstützung können brauchen. Und jetzt, was wir machen können, ist mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben in den verschiedenen Kantonen und für den Bund, die wir gemacht haben, eben auch einerseits die Pandemie, andererseits aber auch zur Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Einsatzerfahrungen, die wir haben, dass wir das Schweizer Sachmesser, die Toolbox, zur Verfügung stellen. Das heisst, wenn jetzt eine Krise etwelcher Art auftritt und der Kunde erkennt, ich muss jetzt das Krisenmanagement etablieren und ich muss zum Beispiel eine Erreichbarkeit gewährleisten für Personengruppen, zum Beispiel für die Bevölkerung oder für Kunden, oder ich muss jetzt rasch eine Infrastruktur in Betrieb nehmen, wo ich 50 IT-Arbeitsplätze habe, die einen gewissen Sicherheitsstandard haben. Und dann sollte ja noch irgendwo schauen, dass man duschen oder essen kann. Oder das sind Sachen, die wir zur Verfügung stellen können. Alles halt, weil wir das über die knapp 3 Jahre, wir haben ja im Januar 2020 gestartet mit unserem Krisenmanagement, pandemiebezogen, das, was wir in diesen 3 Jahren etabliert haben, das wollten wir zur Verfügung stellen unseren Kundinnen und Kunden. Unsere Toolbox ist wirklich ähnlich wie ein Werkzeugkasten, den du dazwischen daheim hast. Da sind immer die gleichen Werkzeuge drin, egal was du jetzt basteln willst. Und ich bin überzeugt, bei der Krise und das Krisenmanagement, da kannst du eine einheitliche Doktrin haben.
Es können unterschiedliche Szenarien sein, aber die Instrumente, um die Krise zu bewältigen, die sind nach meinem Dafürhalten weitgehend immer die gleichen. Das ist aber kein komplettes Outsourcing vom Krisenmanagement. Genau, also ich meine, gewisse Elemente, Verantwortung kann man nicht wegdelegieren. Aber wir können, wenn wir gut arbeiten, halt an einem Verantwortlichen entsprechend auch den Rücken frei halten, dass er überhaupt die Chance hat, von dem hinter der Lage, eben auf die Lage oder sogar vor die Lage zu kommen. Und das ist etwas, was wir ja erlebt haben. Also wenn wir jetzt heute überlegen, was wir einbringen können, ist es ja nicht einfach, was wir gut gemacht haben, sondern wir haben ja sehr viel auch Erfahrung gesammelt von diesen Momenten, wo wir nicht in der Lage sind, halt wirklich eben auf der Lage sind, sondern weit hinter der Lage sind, wo wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel Telefonanrufe in einem genügend guten Service-Level entgegenzunehmen oder anderweitig Auskunft zu geben. Wir haben logischerweise technisch auch aufgerüstet über die Zeit und haben technische Tools, die wir zur Verfügung stellen können, die zum Beispiel, ich sage es jetzt im Kontext Pandemie, eben auch erlauben würde, für jede andere infektiöse Erkrankung in der Mensch- oder Tierwelt entsprechend können eingesetzt werden. Oder eben mit leichten Adaptationen auch für irgendeinen unternehmerischen Kontext. Und das bin ich schon der Meinung, wir sind in der Lage, rasch Struktur reinzubringen, also quasi auf den Kopf, auf der Chefebene Struktur reinzubringen, aus einer Chaosphase in eine geordnete Struktur zu kommen. Wir sind in der Lage, Durchhaltefähigkeit zu geben. Also wenn jemand das zwar gut organisiert hat, aber sagt, hey, nochmal eine Woche schaffe ich das nicht mit meinen eigenen Ressourcen. Wir sind aber auch wirklich in der Lage, halt mit vielen Leuten halt auch Volumen zu bewältigen. Telefon, Mails, Informationen zu sammeln. Zurück zu der Strommangellage. Wie kann JDMT da helfen? Ich meine, das ist ein Thema, das wir bearbeiten tun. Es ist ein diffiziles Thema, wo man nicht zu fest kann in die Details auch gehen kann. Es ist aber auch sehr komplex, weil ich sage jetzt, wenn es jetzt dazu käme, dass eine Strommangellage passieren würde, dann ist es ja schwierig, heute zu sagen, was die Auswirkung genau wäre. Aber nochmal, ja, klar, unsere Vorstellung ist, das Krisenmanagement funktioniert grundsätzlich immer gleich und es sind eigentlich immer auch die gleichen Werkzeuge, so wie du daheim in deiner Werkzeugbox auch immer das gleiche Werkzeug hast, mit dem kannst du recht gut durch und das ist der Anspruch, den wir haben, diese Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Mehr zum Thema Krisenmanagement lesen Sie unter safety-security.ch. Dort finden Sie einen Podcast vom ganzen Interview mit dem Andreas Juchli.